Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Randall's Monday. In der letzten Folge haben wir hier Wok und Pfanne abgegriffen. Und gucken mal, ob wir Wok und Pfanne denn irgendwie bei diesem tollen Spuckwettbewerb für uns missbrauchen können. Ob wir dann da damit irgendwie weiterspucken, was auch immer das dann bringt. Oh, hier ist Oliver Reck. Eine Reckstange. Scheint seit Jahren unbenutzt. Ist auch sehr niedrig. Ich könnte dir ein kleines Fitnesstraining einlegen. Vielleicht später. Okay. Hinterhof, kann ich denn... Wir haben ja hier die Platten. Na sieh mal, wer da kommt. Wenn das nicht unser Freund Randy ist... Ja? Hast du schon mit Box gesprochen? Hat er dir sein Necronomicon gezeigt? Sein was? Nein, und sein Arsch auch nicht. Nein, und sein Arsch auch nicht. Ach ja? Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass ihr beste Freunde geworden seid. Guck mal, der kann kaum noch laufen. Ich hab mir nur einen Wolf gelaufen. Ich hab den Typen nicht mal berührt. Habt ihr das gehört, Jungs? Der Neue ist frigide. Was soll ich sagen? Ist einfach nicht mein Ding. Entspann dich, Junge. Wir machen nur Spaß. Box geht uns voll am Arsch vorbei. Okay, der hat mich ausgetrickst. Das verdammte Arschloch hat mich ausgetrickst. Hey, Arschnase. Wer ist einer von uns? Bisschen Respekt hier. Einer von euch? Ihr erzählt doch nur Scheiße. Was hat denn der schon drauf? Immerhin hat er mit einem Satz aus dem Film letzte Woche einen verblödeten Rookie dran gekriegt. Ist das ein Steppenner? Der also typ so da? Seid ihr gewickelt, ja? Hey, sieh's mal positiv, Junge. Immerhin hat's Spaß gemacht. Hey, du verdammter Lügner, wir sind noch nicht fertig. Entspann dich, war doch bloß ein Spaß. Jetzt habe ich dich auf meiner Liste. Aha. Du weißt ja, wo du mich finden kannst, Neuling. Du hältst dich besser von unserem neuen Freund fern. Oder eine Nacht mit Box in der Wäscherei wird sich wie ein Abschlussballdate anfühlen im Vergleich mit dem, was wir mit dir anstellen. Hahaha, ha, ha. Wie läuft's mit dem Spuckwettbewerb hier? Wie läuft's mit dem Waldspuckwettbewerb? Tja, wir warten nur auf den Koch. Den Koch? Bruno, der Koch. Der ist dieses Jahr Favorit. Okay. Warum nennt ihr ihn der Koch? Weil er der Koch ist. Ach so. Doch, das wäre nur so ein Spitzname oder so. Also, wie ist das Essen hier drin so? So schlimm, wie man sagt? Ich gebe dir mal einen Gratistipp, bevor du dir Ärger einhandelst. Hier drin bist du nichts wert, es sei denn, du kannst was für andere tun. Sleazy zum Beispiel kann einfach alles besorgen. Was ich sagen will, wenn du nichts beizusteuern hast, dann kümmert sich niemand um deinen Neulingsarsch. Verstehe. Bruno ist hier der Koch. Und wenn der Spitz kriegt, dass du sein Essen schlecht machst, kriegst du kein Essen. Also pass auf, wem du was sagst. Mach ich. Kluger Junge. Also, nochmal versuchen? Okay, wo spucken wir immer? Ich glaube, auf diese oder diese Platte spucken wir immer. Können wir denn da jetzt den Wok drauflegen? Was zum Geier machst du? Ja, was zum Geier? Man darf nach den Regeln keine Sachen auf den Boden legen. Na, dann zeig mir doch mal die Regeln vom Weitspuck-Wettbewerb. Besonders die Stelle, wo es heißt, dass man keine Sachen auf den Boden legen darf. Na? Wow. Da hat er aber recht. Ja. Wie auch immer, Junge. Glaube nicht, dass dir das irgendwie nützt, so scheiße wie du spuckst. Dann wollen wir noch mal sehen. Ich würde es mal... Ja, ich spuck mal. Ah, es war eine weiter, okay. Dann legen wir das einen weiter hin. Inventar, bitte. Ich probiere es erstmal mit dem Wok. So, nochmal spucken. Ich tu dir. Gucken, was passiert. Yeah, der Grüne war schon ganz nett. Aber du bist noch lange nicht beim 63-7-Rekord von Harry Masterson. Gott hab ihn selig. Scheiß auf Harry Masterson. Okay, können wir ihn auf die letzte, die Pfanne legen? Gucken, ob er dann noch weiter fliegt. Jetzt nochmal spucken, bitte. Ich. Yeah, der Grüne war. Scheiße. Okay, da trifft das nicht. Dann legen wir mal die Pfanne dahin. Gucken, was dann passiert. Nehmen wir erstmal die Pfanne hier vorne hin.
Wenn ich dann... Nein, nicht zum Vorhof. Wenn ich dann spucke... Ich tu dir... Du bist besser geworden. Aber leider ändert das gar nichts. Ja, danke für die Aufmunterung. Das ist wieder zurückgeflogen, aber ich bin besser geworden, ja? Wenn ich jetzt den Wok hier auf diese Platte lege... Ich will... Tu dir... Du bist besser geworden. Ja. Okay, können wir denn den Napf irgendwie auch noch benutzen hier, die Schüssel? Auf diesem Ding da? Ah, können wir auch, okay. Dann nochmal spucken, was dann passiert? Ich tu dir... Wow, Alter. Du hast das Ziel getroffen. Oh Mann, hast du gerade auf meine Zeitung gespuckt? Das ist ja ekelhaft. Du meinst wohl... Seine Zeitschrift. Nein, 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 das ist meine. Die habe ich noch nicht fertig gelesen. Der Eigentümer der Spucke ist der Eigentümer der Zeitschrift. Das weißt du genau. Ach, kommt schon, Jungs. Gib dem Neuling die Zeitschrift. Yeah. Danke. Danke ihm nicht. So sind nun mal die Regeln. Okay. Ja. Hab zwar nichts gewonnen, aber wenigstens habe ich es diesem fiesen Vertreter gezeigt. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Und mit Schleim. Kann ich die jetzt wieder mitnehmen? Es gab keine Regel, die mir verboten hat, den da hinzulegen. Und es gibt sicher auch keine, die mich zwingt, ihn wieder aufzuheben. Okay, dann lassen wir den da liegen. Ich glaube, das reicht für heute. Mein Hals fühlt sich an wie Schleifpapier. Okay. Ich glaube, das... Okay. Können wir mit ihm jetzt nochmal reden? Nee. Okay. Danke für die Antwort. Jetzt haben wir eine Zeitung. Was machen wir denn mit der Zeitung? Ah, nur eine blöde Zeitschrift. Die könnten wir ja Murray geben. Vielleicht wird der dadurch dann abgelenkt und der Dieb kann rein. Probieren wir das mal. Haben Sie diesen Artikel schon gesehen? Welchen? Oh Mann, ist ja irre. Hätte ich mir gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist. Der Typ ist echt biegsam. Muss meinem Yoga-Lehrer sagen, dass er mir das beibringen soll. Dachten wir schon, dass Ihnen sowas gefällt. Danke, mein Junge. Dafür nicht, Murray. Ich bin doch gern zu Diensten. Okay, aber wir geben sie ihm nicht, okay. Aber jetzt ist der Dieb durchgekommen. Und jetzt kommen wir dann vielleicht an den Schwestern vorbei. Hör zu, Box. Ich sag das nur einmal. Hau sofort ab. Ich will deine hässliche Fresse den Rest des Tages hier nicht mehr sehen. Sonst... Sonst was? Das hier. Zwei Dinge hatten sich danach geändert. Die Schwestern fassten Randy nie mehr an. Und Box konnte nie wieder gehen. Er wurde in ein Krankenhaus im Norden verlegt, mit geringerer Sicherheitsstufe. Soviel ich weiß, hat er den Rest seines Lebens damit verbracht, seine Speisen und Getränke durch einen Strohhalm zu schlürfen. Huch! Wow! Hart, aber effizient. Jo! Merkt ihr eins, Junge? Man legt sich nicht mit mir an. Klar, verstehe. Okay, da ist ein Brecheisen, das nehmen wir natürlich mit. Da liegen noch Zähne, die können wir nicht mitnehmen. Der schläft wohl erstmal. Ich mach keine Schwerverletzten fertig. Nicht immer. Nicht immer, okay. Gute Arbeit. Dank dir lassen diese Freaks jetzt die Finger von mir. Und jetzt kann ich endlich in die Bibliothek rein. Bla, bla, bla. Wie auch immer, vergiss bloß nicht unsere Abmachung, Neuer. Ja, klar, Mann. Du wolltest doch die zweite Staffel von Charmed auf DVD, oder? Verarsch mich nicht, Neuer. Wenn ich ausfinde, dass ihr ohne mich abgehauen seid, werd ich richtig sauer. Wenn ich dann erstmal raus bin, kralle ich dich als erstes. Vergiss das bloß nicht. Ich vergesse nie was, also entspann dich. Obwohl ich den Verdacht habe, dass du dich morgen an nichts erinnern wirst. Hä? Ah, nichts. Ich hol dich, wenn der Tunnel fertig ist. Vertrau mir. Ich trau niemandem. Na, das ist aber schade. Du musst lernen, den Leuten zu vertrauen. Na egal, bis dann. Tschüss. Tschö. So, dann kommen wir endlich in die Bibliothek. Yeah. Mel Brooks, oder was? Nur ein armer alter Mann. Was der wohl ausgefressen hat. Guten Tag, mein Herr. Bitte? Guten Tag. Guten Schlag? Kenne ich nicht. Ah, vergessen Sie's. Ich suche was über selbstgebastelte Bomben. Bomben?
Über Geometrie haben wir hier nichts. Die könnte man nämlich benutzen, um den Verlauf von einem Fluchttunnel zu triangulieren. Verwirrung, okay. Nee, doch. Darum geht's nicht. Ich brauch was über selbstgemachte Bomben. Mit Katakomben ist das genau das Gleiche. Da wirst du hier nichts finden. Die Gefängnisleitung hält nichts von ausgedehnten Tunnelsystemen. Oh, Scheiße, dieser Typ. Okay, ich brauche was ganz Spezielles. Hören Sie, nochmal wegen des Buches. Ich brauche was ganz Spezielles. Okay, was darf's denn sein? Okay, Okay, passen Sie auf. Ich will was in die Luft jagen. Kapiert? In die Kluft? Über Mode müsste was da sein. Das habe ich nicht gemeint. Geweint? Was ist denn los? Lass doch den Kopf nicht hängen. Oh Mann! Okay, sehen Sie. Ich glaube, wir haben das Pferd von hinten aufgezäumt. Ich heiße Randall Hicks. Übrigens, schöne Bücherei. Oh, danke. Ungewöhnlicher Name. Sandalen? Wicks? Ich bin Brooks und das ist Jake. Sag, hallo, Jake. Hübscher Rabe. Jake, nicht Gabi. Er ist ein schöner Rabe. Zu Grabe? Oh, Scheiße. Und ich dachte, das Bombenbauen wäre der komplizierte Teil. Imprägniertes Seil? Das hier ist eine Bibliothek und kein Zeughaus. Außerdem gehören längliche, flexible Sachen, die man zu dem knoten kann, zu den verbotenen Gegenständen in einem Knast. Mir fallen auch zwei gute Gründe ein, warum dem so ist. Okay. Hören Sie... Okay. Wie kommt's, dass ausgerechnet Sie die Bibliothek betreuen? Weil ich mich mit Literatur auskenne. Oh, das hat er jetzt ohne Probleme verstanden. Super. Aber echt, ey. Hören... Okay. Lesen Sie meine Lippen. Ich brauche Explosives. Naja, die Bücherei ist inhärent öffentlich. Da kann ich nichts exklusiv reservieren. Wäre ja auch nicht nett den anderen Gefangenen gegenüber. Ja, klar. Hör. Okay. Ist es nicht ein wunderschöner Tag heute? Ja, ganz hervorragend. Erst war es ja ein bisschen bedeckt, aber jetzt... kein Wölkchen am Himmel. Verdammt nochmal, warum verstehen Sie denn solche Sachen aber nicht, wenn ich nach einem Buch frage? Was für ein Buch? Oh Gott. Hören. Okay. Sie sind so schlau. Schreiben Sie doch mal eine Promotion. Explosion? Du brauchst was über Explosionen? Ja! Wovon reden Sie denn da? Moment. Hey, ja. Darum geht's. Explosionen. Oh. Verstehe. Oh Gott. Na Gott sei Dank. Ich dachte, das wird nie was. Chivas? Ach so. Also doch was über Whisky. Nein. Nicht schon wieder. Hör. Okay. Sie sind... Wovon? Oh. Heureka, ich war so kurz davor, sie einfach umzuhauen und mir die Bücher einfach zu klauen. Eine Küche bauen? Hast wohl eine Großraumzelle abgekriegt, Junge. Meine Fresse, das ist kein Knast, ja, das ist ein Irrenhaus. Oh ja. Hören. Okay. Sie sind wovon... Oh. Wow. Endlich. Alles ausgegeben? Ja, man muss sein Geld immer schön beisammenhalten. Man glaubt's ja fast nicht. Eine Braut? Mann, du gehst aber ganz schön ran. Kenne ich ihn? Ist es einer von den Schwestern? Hör. Sie sind wovon... Oh. Also, können Sie mich hören? Nein, ich will mich nicht verschwören. Bitte? Hör. Sie sind wovon... Oh. Wie spät ist es denn? Zeit, was in die Luft zu jagen, stimmt's? Genau. Nun gut, mein Freund. Was genau willst du denn haben? Vielleicht kann ich ja helfen. Okay, vielleicht ist es wieder das Letzte. Irgendwas über selbstgemachtes TNT. Charlies Tante?
Sowas gefällt dir? Das war nicht das Letzte. Tut mir leid. Führen wir leider nicht. Himmel, was zum Geier stimmt denn mit Ihnen nicht? Ich will keine scheiß Charlies Tante. Sehe ich aus wie jemand, der Charlies Tante mag? Oder überhaupt wie jemand, der gerne liest? Jetzt, wo du sagst, mir kam das gleich komisch vor. Oh Mann, okay. Hör, sie sagt, wovor... Wie spät... Das klingt nach irgendwas, wo der was anderes versteht. Hören Sie doch mal richtig zu, weil ich sonst aus der Haut fahre hier. Haustiere sind hier gar nicht erlaubt. Spinnst du? Das habe ich nicht gesagt. Moment mal. Was ist denn dann mit Ihrem Vogel? Jake. Jake ist kein Vogel. Der ist mein bester Freund. Ach so. Ist ja gut. Okay. Hör. Sie sagt... Wie... Gibt es Bücher, wo drin steht, wie man Dynamit herstellen kann? Über Elektrik müssten wir was da haben. Die Herstellung von Dynamos wird nicht als gefährlich angesehen. Allerdings gibt's hier keine Fahrräder, wo du die anbauen könntest. Oh, im Ernst jetzt? Oh Gott. Sie sagt, wo... Wie... Ich interessiere mich sehr für Roms Katakomben. Aha, sehr große Bomben, was? In dem Buch hier steht alles über selbstgemachten Sprengstoff und wie man eine Bombe zusammenbaut. Sehr gut. Bitte sehr. Ich glaub's nicht. Danke, 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 alter Mann. Aber erst zeigst du mir mal deinen Büchereiausweis. Oh, nee. Ah, scheiße. Ehrlich? Wer ist dieser Emmerich? Ich heiße Brooks. Tut mir leid, aber du brauchst einen Ausweis, um hier Bücher auszuleihen, mein Junge. Stimmt's, Jake? Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Seit wann braucht man im Knast einen Ausweis? Vielen Dank, mein Junge. Ich höre nicht oft Komplimente. Aber du brauchst trotzdem einen Ausweis. Das ist einfach irre. Mach dir nichts draus, mein Junge. Den kriegst du schon in ein paar Tagen. Kommen Sie, Brooks. Warum können Sie nicht mal fünfe gerade sein lassen? Warum? Ein Wurm? Hast du das gehört, Jake? Du hast doch sicher Hunger, was? Oh Gott, ich geb's auf. Das bringt gar nichts. Bis später. Hufeisen. Das ist nur ein Hufeisen. Nehmen wir mit. Das kriege ich mit bloßen Händen nicht ab. Wir haben auch nichts. Doch, ein Brecheisen. So, jetzt bitte mitnehmen. Danke, warum auch immer. Krähe. Wer hält sich denn sowas als Haustier? Vergiss es. Lass mir doch nicht die Augen aushacken. Willst du vielleicht einen Brühwürfel? Ich glaube nicht, dass Krähen sowas fressen. Nee, ich auch nicht. Huch. Können wir dem vielleicht, Ich will dem hässlichen Vogel nicht wehtun. Warum denn nicht? Wo kriege ich denn jetzt so einen Kackausweis her? Weiß er das? Den lasse ich lieber. Okay. Weiß Murray das? Doch, Murray. Ich will jetzt einen Ausweis haben. Hat er vielleicht einen? Keine Zeit für... Okay. Murray? Ja. Scheiß auf den. Kann Sleazy mir vielleicht heute einen besorgen? Ich glaube, der Typ kann mir nicht mehr helfen. Okay. Kann ich dem vielleicht einen Brühwürfel ins Essen tun? Entschuldige. Treib's. Da stimmt. Das macht keinen Sinn. Nee. Hey, da. Was machen wir denn jetzt? In die Dusche kommen wir ja nicht rein. Hat Charlie da vielleicht? Hat der vielleicht Bücherei, was wir uns leihen können? Okay. Scheinbar nicht. Da werde ich in der nächsten Folge mal gucken, wie wir da weitermachen. Ich habe übrigens vor, in dieser Aufnahmesession dieses Spiel durchzuspielen. Und ich hoffe, dass ich es schaffen werde. Es kann ja eigentlich nicht mehr so lange gehen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Randall's Monday. Macht's gut. Tschüsschen.